Willkommen bei meiner Morgenroutine am Wochenende oder in den Ferien. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und hoffe, es gefällt euch. Bei mir ist das am Wochenende so, dass ich manchmal um 7, 8 Uhr aufstehe und nicht mehr schlafen kann und mich dann trotzdem danach nochmal hinlege, weil ich mir denke, okay, 7, 8 ist ein bisschen zu früh. Wenn es dann so 11 oder 12 ist, ja, ziemlich spät, stehe ich dann wirklich auf, strecke mich, nehme mir mein Handy und guck so, was Neues da ist. Bin dann ein bisschen bei Instagram, Facebook, Snapchat und auch bei YouTube beantworte ich dann eure lieben Kommentare und schaue so, was da Neues alles zu sehen ist. Irgendwann denke ich mir nach einer Stunde auch, ja, reicht jetzt mal mit dem Handy und stehe dann auf. Dann schlüpfe ich in meine bequemen Hausschuhe, die sind sowas von warm, und gehe in die Küche. Dort nehme ich mir dann alles aus dem Kühlschrank raus, was mir schmeckt. Heute habe ich mich für einen Joghurt mit Müsli und Früchten entschieden, das esse ich wirklich super gerne. Dann dachte ich mir, weil die Sonne heute scheint und das einfach gute Laune macht, mache ich mir einen leckeren Eissmoothie. Da habe ich Joghurt und ein paar gefrorene Früchte reingetan und jo, das war nicht so geplant. Okay, ja, ich lasse es lieber. Und dann trinke ich morgens auch immer sehr gerne Tee. Jetzt habe ich einen grünen Tee, der macht wach. Für mich ist Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag und da haue ich auch ordentlich rein. Also da kommt bei mir alles aufs Tablett. Beim Frühstücken chill ich dann meistens am Laptop, aber häufiger gucke ich Fernseher und zwar Disney Channel, die alten Serien wie Kim Possible oder Disneys große Pause. Und ja, manchmal mache ich dann auch auf Spotify Musik an, weil das bringt einfach gute Stimmung. Ist diese Tasse nicht süß? Ich putze meine Zähne nach dem Essen, denn das macht für mich einfach viel mehr Sinn. Ich putze meine Zähne zuerst mit Aktivkohle, denn es ist ein natürliches Mittel, was die Zähne ein bisschen aufhält. Ich kann nicht einfach in dem Badezimmer stehen bleiben, ich muss immer rumlaufen beim Zähneputzen. Danach putze ich meine Zähne dann nochmal mit Zahnpasta. Dann wasche ich mein Gesicht dann mit der African Black Soap. Leute, diese Seife ist der Hammer. Mein Gesicht fühlt sich super an. Und creme es dann ein mit meinem Öl. Das ist von Claire Essence. Ja, endlich kommt das Tuch ab. Ich befeuchte meine Haare, käme dann noch einmal durch, mache mir einen Zopf und bereite meine Haare dann vor für meine Perücke. Ja, ich trage eine Perücke. Also diese ganzen Schritte mache ich nur, wenn ich rausgehe oder wenn ich ein Video drehe und das mache ich meist am Wochenende oder in den Ferien. Deshalb schminke ich mich dann auch ein bisschen dezent, damit ich nicht so ganz komisch aussehe im Video. Und ja, dann noch umziehen. Schlafanzug ein Video machen ist nicht so toll. So Leute, das war meine Morgenroutine fürs Wochenende oder für die Ferien. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und hier verlinke ich euch noch meine letzten beiden Videos. Hier habe ich eine Make-up-Routine gemacht und zeige euch, wie ich mich schminke. Und hier habe ich ein Do-It-Yourself gemacht und zwar zu diesen schwarzen Peel-Off-Masken, die alle mit Essay entfernen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.